Okay, wir werden da noch sehr viel brauchen. Und ich glaube, da war gerade eine kleine Höhlenspinne. Das heißt, hier wird... Also, klar. In jeder guten, großen Mine ist irgendwo ein Spinnenspawner. Sowas könnte man vielleicht auch gleich irgendwie zur Falle umfunktionieren. Eines Tages. Aber nicht heute. Nö, nö. So, sind wir bald oben? Ja, ne? Letzter. Gut. Wir schmeißen. Sag mir bitte nicht, dass ich den restlichen Sand im Inventar hatte. Oh oh. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so doll. Wa? Und auch, ich vermute auch das Schwarzeichenholz war auch alles im Inventar. Ja. Genauso wie die Setzlinge. Ah, verflucht. Das heißt, es war alles umsonst. Aber ohne Rüstung gehe ich da nicht runter. Definitiv nicht. Ich bin ja nicht doof. So. Schuhe. Hose. Harnisch. Und der Helm. Dann sind wir, was das betrifft, auf jeden Fall wieder safe. Und dann können wir eigentlich instant noch ein paar Schaufeln machen. Und müssen halt jetzt leider von vorne Sand farmen. Das ist nicht so schön. Und Schwarzeichen brauchen wir auch wieder. Ich denke, ich kümmere mich auch zuerst um die Schwarzeichen. Einfach weil sie augenscheinlich näher ist. Und außerdem war bei diesen Schwarzeichen, denke ich, auch ein bisschen Sand. Den wir gefarmt hatten. Genau. Dann baue ich erst die Schwarzeiche ab. Dann den Sand. In der Zeit kann hier das Laub despawnen. So, timingmäßig bin ich manchmal echt eine Bombe. Außer wenn es halt darum geht, von einem Creeper irgendwo runtergesprengt zu werden. Das hat mir zeitmäßig eigentlich nicht so in den Kram gepasst. Weil uns das wieder sehr zurückwirft. Und ich ja auch nicht weiß, wie aktiv die anderen hier sind. Also momentan ist ja bloß der Nico dabei. Nächsten Mittwoch hat sich jemand angekündigt. Also nächsten Mittwoch, warte mal, ich muss jetzt überlegen. Zeit. Das dürfte sogar heute... Ist heute Mittwoch? Ich weiß es gerade nicht. Eigentlich ist gerade, ja, Wochenende. Und ich nehme für die nächste Woche auf. Es müsste... Sekunde. Ja, nee, ist schon vorbei, heute ist Donnerstag. Oder es ist gerade so noch Mittwoch, das kann auch sein. Aber wahrscheinlich eher Donnerstag, ist ja auch egal. Jedenfalls hat sich da jemand angekündigt. Ich hoffe, er kommt auch. Nämlich der Domi, der war schon mal für ein Let's Play the Forest Projekt mit am Start, was wir dann zurückgezogen haben, weil der Rechner hier das einfach nicht mitmacht. Was dann aber hoffentlich auch bald erneut in Angriff genommen wird. Es gäbe sogar einen weiteren Interessenten. Da müssen wir mal schauen. So, ich stecke hier wieder ab. Ach toll, hier ist wieder vorbei. Dann gibt das hier gar nicht so viel. Ja gut, hier ist noch ein bisschen. Das nehmen wir mit. Achso, das war auch nicht so schlau. Ich sollte natürlich zumindest sehen, wo ich abbaue. Also einmal so außen rum gefahren. So. Und hier. Das machen wir jetzt den lieben langen Tag. Wahrscheinlich nicht. So, hier nehme ich ein bisschen Erde mit, einfach nur um das hier zu verbinden. Das Bett habe ich ja dabei. Das heißt, wir können hier jederzeit, wenn es dunkel wird, einfach kurz schlafen.
Das macht das ganze Unterfangen diesmal etwas einfacher. Ton könnten wir später auch noch ein bisschen farmen. Momentan brauchen wir es halt noch nicht. Ich möchte mir jetzt ungern sehr viele Kisten irgendwo hinklatschen, die ich dann später wieder sortieren muss. Und ich Idiot habe mir noch gar keine Schaufeln gebaut. Aber wir haben ja auch die Werkbank dabei. Würde ich einfach gleich beides mal hier positionieren. Dann mache ich einmal Stöckchen. Und nochmal, ja, zwei Schaufeln. Ich hoffe, mit denen kommen wir erstmal ein bisschen voran. Weil Eisen ist dann halt auch gleich wieder vorbei. Da ist nicht mehr viel. So, dann könnten wir jetzt wieder ergänzen. Vorher holen wir uns aber hoffentlich ausreichend Setzlinge. Ja, vier Stück. Das reicht erstmal. Dann ergänze ich noch, bevor wir schlafen gehen. Vielleicht fällen wir morgen noch einen Baum. Mal schauen. So. Wir möchten ja so viel Ertrag wie nur irgend möglich. So. Das Ganze jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Weil Nacht. Ja, nachts wenig Zeit. Okay, hier geht's auch noch so ein bisschen weiter. Ich würde jetzt hier erstmal abgrenzen. Weil dort auch das Gelände etwas unwegsamer wird. Achso, nee, hier ist ja bloß Kies. Das kann ich mir sparen. So. Dann hier weiter. Okay, das war's. Dann gehen wir schnell schlafen. Gute Nacht. Und ich trinke noch kurz einen Schluck. Eine Sekunde. So. Das heißt, das große Schaufeln geht weiter. Und wir brauchen so viel Sand. Ich glaube nicht, dass diese Sandvorkommen hier überhaupt reicht. Ups. Nein. Wobei, so. Der Einfachkeit halber. So, dann einmal hier entlang. Ich könnte mir etwas Sand sparen, wenn ich hier das Wasser einfach einmal komplett zumache. Wir müssen wirklich an der Playlist arbeiten. Es ist schrecklich, wenn man inzwischen wirklich schon wieder alle Melodien auswendig kann. Ich meine, gut, es ist halt auch bloß 1,5 Stunden Tonmaterial. Was will man da erwarten? So, ich erweitere gleich. Dann haben wir das auch gleich hinter uns. So, das ganze Ding hier könnten wir komplett ausfüllen. Nach und nach. Und so nach und nach möchte ich das auch. Und dann schön weit nach unten. Hoffentlich sind die drei Schichten. Dann gibt das wieder gut Sand. Okay, das war's. Dann erstmal hier so ein bisschen. So. Das kann alles schon weg. Dann haben wir das gleich stillgelegt, also zumindest trockengelegt. Und können hier ordentlich losschaufeln. Dann können wir schaufeln, was das Zeug hält. Komm, das nehmen wir noch mit. Eigentlich das ganze Ding.
Wir ziehen hier einfach mal so einen riesengroßen Krater rein. Warum auch nicht? Ich mache mal das später irgendwann mal mit Erde wieder zu, falls es eines Tages unsere Aussicht verschandeln sollte. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Dann füllen wir das einfach mit Erde wieder auf und ja, dann kann da die Vegetation ihren Lauf nehmen. Gott. Diese Sprachfehler manchmal. Wirklich schrecklich. So, für hier wird es ja eh nicht reichen. Aber wie weit kommen wir denn? Ja, super. Super. Aber wir können hier schon sehr viel Sand jetzt abbauen. Es könnte am Ende tatsächlich reichen. Könnte. Das ist kein Versprechen. Es könnte. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt. So. Und dann machen wir hier noch komplett aus, das Wasser. Wasser not welcome hier, also nicht in diesem Bereich. Denn ich brauche meine Sandmine. So, dann können wir hier noch die Kante abziehen und gleich loslegen. Wie schön. Das ist eine ordentliche Fläche. Auf jeden Fall. So, ich sag mal, wir wollen mindestens 9 Stacks. Und sobald hier ein Sand ankommt, wissen wir, dass wir die 9 Stacks voll haben. Und ich denke, das ist auch gar nicht mal so unrealistisch bei der Menge hier. Es wäre mir sogar eine weitere Eisenschaufel wert. Wenn diese ihren Dienst und ihren Zweck erfüllt hat. So, ich mache das hier jetzt einfach mal ein bisschen Abschnitt für Abschnitt. Auch das bisschen Erde werde ich da rausklatschen. Einfach weil das sonst so verloren im Weg rumsteht. Und das finde ich traurig. Oh, wie viel Sand das jetzt schon ist. Das füllt sich rasant. Oh, Kohle. Auch die Kohle sollten wir mitnehmen. Wir haben sehr viel Kohle verloren, also sollten wir diese Kohle mitnehmen. Allein schon, um das Ganze hier zu brennen. Wir haben gerade mal genug Kohle für 4 Stacks. Da kann ein bisschen mehr doch nicht schaden. Oh, hallo, du wunderbare Welt der Kohle. Gut, wir kriegen auch ein bisschen Eisen, ein bisschen Kobbel. Warum nicht? Ist ja nicht so, dass es schadet oder so. Nochmal 5 Eisen. Sehr schön. Vielleicht holen wir uns ja bei Gelegenheit auch mal eine Schere. Für Dinge, die man eben so tut. Wie zum Beispiel Scheren. So, dann krabbeln wir hier auch noch ein bisschen Sand ab. Locker, flockig. Da da dam dam dam. Ui, da haben wir. Ja, da haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Das gibt eine ganze Menge Sand. Aber zur Not, wie gesagt, wir können uns auch jederzeit noch eine Schaufel machen, wenn wir sie denn brauchen. Wovon ich doch stark ausgehe. So. Etwas mehr als 4 Stacks haben wir bereits.
Es könnte auch in etwa die Hälfte sein, die wir jetzt abgebaut haben. Also vielleicht klappt das sogar mit diesen gewünschten 8 bis 9 Stacks. So, ich denke sogar fast, dass dieser eine nicht mehr reichen wird. Wir werden dann noch eine weitere auf jeden Fall brauchen. So wie ich das sehe. Diese Händler sind aber auch wirklich überall. Ist ja nicht so, dass die eigentlich auch echt nervig sind. So, hier ein bisschen Kies mit samt Flintstone nehme ich auch mit. Hallo, werter Herr, was machen Sie denn hier? Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, dass Sie hier schon sehr bald nicht mehr rauskommen. Und ich werde Ihnen auch nicht heraushelfen. Ich verachte euresgleichen. Allein diese Geräusche. Sag bloß. Der war doch gerade eben noch hier. Okay. Könnte vielleicht sogar funktionieren mit diesen 3 Stacks. Achso, das sollte dann natürlich oben sein, damit ich auch mitbekomme, wenn wir Sand unten in dieser Leiste haben. Was ist denn eigentlich da dahinter? Okay, da ist Wasser. Also, wie ich abbauen. Haben wir es dann gleich. Ich möchte gerne wieder produktiv bauen. Vor allem unser Haus. Wir sollten noch ein paar Eichen anpflanzen. Wir brauchen nämlich auch noch ein paar Eichenstämme. Dringend. Für, ja, zum Beispiel das Dach. Okay, wir haben nicht ganz 8 Stacks. Da hinten liegt aber auch noch ein bisschen Sand. Und vielleicht können wir uns hier auch noch ein bisschen was erwirtschaften, nachdem wir geschlafen haben natürlich. Entschuldigung, oh, es war nicht mal so gemeint, aber ich könnte eure Leinen gebrauchen. Okay, jetzt ich sehe ihn. Manchmal. Wo ist er? Stirb. Ja, Hauptsache er ist tot. Die Stimmen in meinem Kopf haben es mir befohlen. Ihr kennt mich. Ich bin das Böse in Person. So, wo können wir uns denn hier noch ein bisschen Sand erschnorren? Hier zum Beispiel. Das könnte auch gegebenenfalls reichen. Machen hier einfach alles komplett dicht. Und dann schaufeln wir wieder los. Und die Schaufel ist gleich wieder kaputt. Das gebe ich doch nicht. So, eine hier wird noch. Aber dann ist aber auch hier Schluss, ne? Also, wir wollen hier mal nicht übertreiben, doch. Oh, und das ist alles gar kein Sand, sondern Lehm. Na gut. Wenn wir es schon extra freigelegt haben, dann nehme ich den doch auch mit. Das wäre jetzt sonst große, große Verschwendung gewesen. Bisschen Verschwendung war es ja sowieso. Gut, kann ich denn hier noch
Das hier scheint auch eher lean zu sein. Da ist auch bloß Erde. Hier gibt es keinen Sand mehr. Hier könnten wir noch ein bisschen, ne? Mach mal. Das bisschen gönnen wir uns jetzt auch noch. Und das Zuckerrohr nehmen wir einfach auch mit. Dann können wir das bei uns demnächst gleich etwas komfortabler anbauen. Für Bücher, Bücherei, Zaubertisch und dergleichen. Bisschen was haben wir, glaube ich, sogar schon. Ich hatte, denke ich, auf dem Weg hierher schon was mitgenommen. So, wird das reichen? Ich glaube tatsächlich nicht. Jedenfalls nicht ganz. Die 8 kriegen wir mit Sicherheit voll, aber nicht die 9. Zumindest würde es mich sehr wundern. Aber auch erfreuen. Klar. Aber nein. Aber fast. 14 Sand noch. Ganz ehrlich. Die holen wir uns. Das machen wir einfach.